Gut, dann könnten wir eventuell mal jemanden anrufen. Genau, rufen doch erstmal die Mutti an. Okay, heißt das jetzt, wir haben kein Netz oder so? Ah ja, okay. Ach doch. Ich hätte gern Herrn Marson gesprochen. Kate Walker am Apparat. Einen Moment bitte. Oh, wunderschön. Hallo, Kate. Na, erzählen Sie mal, wie läuft unser Geschäft? Ich bin in Valladolid angekommen. Da ist eine kleine Sache dazwischen gekommen, fürchte ich. Frau Vorarlberg ist gestorben. Das ist bedauerlich. Aber wir hatten diese traurige Eventualität ja schon eingeplant. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es keinen Erben. Ja, das stimmt. Eingeplant. Aber wo ist denn das Problem, Kate? Wenden Sie sich einfach direkt an Ihren Notar. Ich sage der Sekretärin, sie soll Ihnen seine Adresse und einen erklärenden Brief der Kanzlei faxen. Ja, gut, Herr Marson. Faxen? Gut, ich muss auflegen, Kate. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich... Faxen? Wir haben doch gar kein Faxgerät da, oder kann die das irgendwie mit ihrem Handy quasi empfangen? Das wäre ja noch was. Nee, dann... Okay. Mal gucken. Also, Büro hatten wir. Mutti ging nicht ran und Olivia. Mal gucken, wer das ist. Okay. Geht auch nicht ran oder kein Empfang oder irgend sowas? Ansonsten Dan. Hier ist der automatische Anrufbeantworter von Dan Forster. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht nach dem Signalton. Okay. Und ansonsten haben wir niemanden mehr. Ja, nochmal gerade. Nur testen. Kein Empfang. Oder geht keiner ran, wie auch immer. Okay, können wir jetzt da lang? Da muss ich nicht lang. Dahin muss ich nicht. Genau. Dachten wir es uns doch. So, jetzt ist die Frage. Wie kriegen wir dieses Gewitter rum? Und was können wir noch machen? Das brauche ich im Moment nicht. Ja, sei nicht immer so destruktiv. Immer nur Nee sagen ist doof. Konnten wir uns das irgendwie anschauen? Ah, okay. Damit. Gut, hier war ansonsten nichts weiter. Keine Umblättermöglichkeit oder irgendwas. Und das hier war nur das. Okay. Was haben wir noch? Dialog. Mission. Okay, das heißt, wir können eventuell den werten Herren unten mal drauf ansprechen. Und, jupp, probieren wir das doch mal. Mal gucken, ob uns dazu irgendwas sagen kann. Oder mal kurz auf dem Weg nach unten erstmal hier lang gucken, ob irgendwas Neues ist. Weil, ich vermute mal, dass der Eimer und der Lappen-Dingens-Kirchen am Wischmob vermutlich nicht ohne Grund dort stehen, aber... Momentan können wir damit zumindest noch nichts weiter anfangen. Mal gucken, vielleicht hat er ja ein Faxgerät. Ich bin es noch einmal. Fräulein Walker? Mission, genau. Könnten Sie mal nachsehen, ob zufällig ein Fax für mich gekommen ist? Kann sein, und zwar so, als hätten wir das Gerät gehört. Würden Sie bitte einmal nachsehen? Aber natürlich, Fräulein Walker. Vielen Dank. Oh Mann. Und zwar so, als hätten wir das Gerät gehört und es steht direkt unterm Schreibtisch. Nee. Hervorragend. Sehr geehrter Herr Alfolte.
Okay. Wie Sie wissen, wurde unsere Kanzlei von der Universal Toys Company beauftragt, die Verhandlungen bezüglich des Aufkaufs der Spielzeug- und Automatenmanufaktur Vorarlberg zum Abschluss zu bringen. Soeben erfahren wir mit Bedauern, dass die derzeitige Besitzerin der Manufaktur, Frau Anna Vorarlberg, verschieden ist. Wir zweifeln nicht daran, dass Frau Vorarlberg Ihnen zu Lebzeiten die nötigen Instruktionen gegeben hat, die uns heute den Abschluss des Kaufvertrags ermöglichen. Auch möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass mit der Übernahme der Manufaktur durch den amerikanischen Konzern wichtige wirtschaftliche Perspektiven für Ihre Region verbunden sind. In diesem Sinn möchten wir Sie bitten, die junge Anwältin Kate Walker, die die Interessen unseres Kunden vertritt, gebührend zu empfangen. Hochachtungsvoll, Chef. Okay. Mal gucken, ich bin gespannt. Kann man diese Nummer eventuell im Handy wählen? Oder gucken, das ist die mit 902 am Ende. Nichts zu danken. Ich werde mich ganz wie Sie wünschen. Ja, passt schon. Mal gucken, bei Büro. Ja, das ist das mit 902 am Ende. Okay, schade. Ich hatte jetzt ein bisschen gehofft, dass vielleicht eine Faxnummer da ist und dass wir beim Fax anrufen können. Aber nee, nicht wirklich. Okay, das heißt, das ist jetzt das zweite Fax. Und es ist zufällig, dass das Gewitter ist vorbei. Ha. Unfassbar, was ein Faxempfang bewirken kann. Auf einmal hört es auf zu regnen. So, mal gucken. Ne, da ist nix. Ach, okay, hier können wir also zumindest lang gehen. Aber hier ist wirklich ansonsten nichts weiter in dem Bild. Im Gegensatz zu manch anderen Adventures hat man hier auch anscheinend zumindest nicht die Möglichkeit, sich alle anklickbaren Sachen anzeigen zu lassen. Weil das ist ja doch bei einigen von den momentan aktuellen Point-and-Clicks einfach der Fall mit der Leertaste. Allerdings, wenn ich hier die Leertaste drücke, passiert das. Das Spiel wird einfach nur pausiert, so wie man es auch aus Monkey Island kennt. Und mal gucken, können wir da rein? Das dürfte so eine Art von Hintereingang sein, oder? War klar. Mal gucken, da können wir lang und hier können wir lang. Und ansonsten scheinen wir hier nichts zu haben. Okay, erstmal dort lang rennen. Okay, wer ist das? Guten Tag. Guten Tag, gnädige Frau. Man freut sich doch immer wieder, wenn man eine so hübsche junge Dame in den Straßen unserer guten alten Stadt trifft. Setzen Sie sich doch, dann können wir ein wenig plaudern. Das täte ich wirklich gerne. Doch leider habe ich keine Zeit. Ein anderes Mal vielleicht. Das hoffe ich sehr, gnädiges Fräulein. Wissen Sie, früher, da waren diese Straßen voller Leben. Damals traf man immer irgendjemanden. Ach ja, unser gutes altes Valadilen ist nicht mehr das, was es einmal war. In der Tat, es scheint sich hier einiges verändert zu haben. Unsere Kinder haben das Tal verlassen. Irgendwie mussten sie ja ihren Lebensunterhalt verdienen. Man kann es ihnen nicht übel nehmen. Das ist der Lauf der Zeit, wissen Sie? Und auch die Manufaktur Vorarlberg bietet den jungen Leuten heute keine Perspektive mehr. Glauben Sie mir, es ist nicht einfach, fernab der Welt zu leben. Und dabei ist Valadilen so ein hübsches Dorf. Ja, man merkt doch gleich, dass Sie nicht von hier sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, mein Fräulein. Dabei muss ich aber auch mal sagen, das ist wirklich schön gezeichnet. Wobei, das ist nicht mal wirklich gezeichnet, oder? Oder doch? Ah, doch, ist wahrscheinlich gezeichnet, aber sieht wirklich ziemlich gut aus. Und mich wundert auch so ein bisschen, dass das ganze Spiel auf so einer niedrigen Auflösung läuft, während alles andere eigentlich darauf hindeutet, dass es wirklich, ja, ein Qualitätsprodukt ist. Also so vom Spiel her gesehen. Mal gucken, da haben wir die Manufaktur anscheinend, aber nix, was wir damit machen können. Hier auf der Straße liegt auch nichts weiter rum, also hüpfen wir mal in diese Richtung. Haben wir hier irgendwas? Ich bin halt direkt mal so als ja, Point-and-Click-Fan so ein bisschen verwundert, dass wir jetzt hier so viele Screens haben. Weil meistens ist eigentlich auf jedem Screen irgendwas, aber in diesem Fall anscheinend doch nicht. Na gut,
hat man zumindest so ein bisschen mehr den Eindruck, dass es wirklich auch ein ja, richtiges Spiel ist und das nicht einfach nur von Screen zu Screen gewandert wird und oder dass man in der richtigen Welt sozusagen ist. Und nicht nur einfach von Screen zu Screen wandert, um x Sachen anzuklicken, sondern auch ein bisschen erkunden kann. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Ich möchte lieber erst zurückkommen, wenn das Begräbnis stattgefunden hat. Begräbnis? Ach, hier sind diese Automaten, nicht Roboter, da vorhin also reingegangen. Okay. Das ist der Friedhof. Na gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal in die andere Richtung. Und hier unten liegt auch nichts weiter, womit wir irgendwas anfangen könnten. Was wirklich schön gemacht? Gut, ich glaube, in die Richtung konnten wir ja auch noch. Also nach da. Ah, okay. Was haben wir hier? Ist das so eine Art von Kirche? Rathaus? Irgend sowas? Und da geht's dann in die Manufaktur rein. Schauen wir doch erstmal dorthin. Okay. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Ah, okay. Also damit wir da reinkommen, brauchen wir eventuell Zahnräder. Oder auch nicht. Wobei müsste die Tür nicht eigentlich offen sein? Weil ich meine, wenn das hier der verriegelnde Mechanismus ist. Ach nee, der wäre eigentlich auf der anderen Seite. Und nicht gerade außen. Okay, damit können wir nichts anfangen. Damit vielleicht. Nö, auch nicht so wirklich. Schade. Na gut. Okay, dann erstmal wieder zurück und mal gucken. Von hier können wir nichts weiter damit machen. Dann mal gerade gucken, hier könnten wir noch weiter nach ja, die Straße entlang, aber gucken erstmal an dieses Haus. Mal gucken, was wir da drin jetzt wo finden. Natürlich nicht. Okay, also weiter in diese Richtung. Okay, dann haben wir hier eine Tür. Ich wette, dahin muss sie nicht, oder? Dahin muss ich nicht. Genau. Aber du hast jemand zum Ansprechen. Guten Tag. Ist es möglich, etwas bei Ihnen zu kaufen? Nein. Das wird nicht möglich sein, gute Frau. Wir haben nicht geöffnet. Ich kann einen Moment warten. Das ist unmöglich. Habe den ganzen Tag geschlossen. Wegen der Trauer. Oh, entschuldigen Sie mich bitte. Mein herzliches Beileid. Nicht weiter schlimm. Ist wegen Frau Vorarlberg. Alle Läden sind zu. Hat der Bürgermeister so entschieden. Sie können ja morgen wiederkommen. Morgen bin ich schon wieder weg. Pech für mich. Okay, das hat uns jetzt nicht unbedingt weitergebracht und ich wette, dort muss sie nicht rein. Dahin muss ich nicht. Ganz genau. Ich glaube fast, wir müssen hier nicht wirklich alle Türen durchgehen. Dahin aber muss ich nicht. Ich tue es trotzdem. Okay, ist das ein Hebel? Macht zumindest den Eindruck. Wie, kein dahin muss ich nicht? Skandal. Das Teil hier klemmt. Genau. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Aha. Gucken, das ist auch noch ein Hebel und das auch. Okay, also den Kopf erstmal nach unten. Dann das. Okay. Das funktioniert nicht. Das heißt, dem müssen wir irgendwas in die Hand legen, damit er das quasi scannen kann.
Oder so. Mal gucken. Das? Nein. Hätte ja sein können. Und das hier wahrscheinlich auch nicht, oder? Oh. Ah, okay. Alles ziemlich Steampunky, habe ich den Eindruck. Und ich mag solche Steampunk-Spiele eigentlich echt gerne. Oder, Steampunk-Welten, Steampunk-Szenarien, sowas in der Richtung. So, mal gucken. Kommt da lang? Jupp. Irgendwas auf dem Tisch? Okay, hier müssen wir etwas drauflegen wahrscheinlich. Und dann wahrscheinlich den Knopf drücken. Aber erstmal noch eine Runde umschauen, ob wir irgendwas anderes noch finden. Tja, aber anscheinend nicht. Gucken, ging es hier wieder nach draußen? Oder geht es hier noch weiter rein da zu dem Typen, wo wir gerade quasi... Ah ja. Fräulein Walker, denke ich. Hatten Sie eine angenehme Reise? Danke. Es gab keine weiteren Probleme. Bitte nehmen Sie doch Platz, Fräulein Walker. Ich habe noch nie einen Notar gesehen, der in so einem Haus praktiziert. Aber jetzt gehen wir trotzdem nochmal zurück, denn ich, Ich sollte mich vorher mit dem Notar unterhalten. Okay, ich denke, wir gehen doch nicht zurück. Ich wollte jetzt eigentlich in dem Vorraum erstmal noch, testen, ob wir da eventuell irgendwas auf dieses, Dingens legen können. Aber ich denke mal, da gab es dann wahrscheinlich nicht wirklich irgendwas, oder wir bekommen eventuell noch irgendwas dafür. Was dann quasi absegnet. Genau, eines nach dem anderen. Erstmal setzen. Ich denke, Sie wissen, in welcher Angelegenheit ich zu Ihnen komme. Natürlich, ich habe Sie schon erwartet. So, dann gehen wir am besten mal alles durch. Ich bin die Anwältin der Universal Toys Company und vertrete... Das weiß ich bereits, Fräulein Walker. Okay... Ich denke mal, Anna ist dann das Letzte quasi, was wir erwähnen sollten, weil das würde uns dann weiterbringen. Aber ich bin natürlich gespannt, was er zu all dem anderen zu sagen hat. Fräulein Walker, ich fürchte, dass der Verkauf der Manufaktur Vorarlberg komplizierter sein wird als geplant. Aber die Parteien hatten sich doch bereits geeinigt. Wir hatten das Einverständnis Anna Vorarlbergs, dass ihr vorzeitiger Tod nicht in Frage stellt. Ich muss schon morgen wieder in New York sein. Mein Kunde drängt darauf, den Kauf abzuschließen. Ich verstehe. Ich verstehe, Fräulein Walker. Es gibt einen Erben, Fräulein Walker. Was sagen Sie? Einen Erben? Soweit ich weiß, hat Frau Vorarlberg nie geheiratet. Und bei unserem letzten Telefonat hat sie dieses Detail in keiner Weise erwähnt. Glauben Sie mir, Fräulein Walker, auch ich hatte davon keine Ahnung. 2 Tage vor ihrem Tod ließ mir Anna Vorarlberg einen Brief zukommen. Glauben Sie mir, hätte ich das alles schon früher erfahren, hätte ich es Ihnen mitgeteilt. So, hier der Inhalt des besagten Briefes. Sehr geehrter Herr Affolter, ich bin eine sehr alte Frau. Seit einigen Tagen habe ich das Gefühl, dass mich meine Lebensgeister schneller als erwartet verlassen. Und ich befürchte, zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Verkaufs meiner Manufaktur bereits nicht mehr unter den Lebenden zu weilen. Daher dieses Geständnis. Mein jüngerer Bruder Hans lebt. Vielleicht können Sie mir nur schwer glauben, aber es ist die Wahrheit. Sein Tod und seine Beisetzung, an die Sie sich, auch wenn Sie damals noch sehr jung waren, sicherlich erinnern, waren nichts als eine makabre Inszenierung unseres Vaters. Er konnte es nicht ertragen, dass sein einziger Sohn Valadilen verlassen wollte und nicht, wie geplant, einmal die Manufaktur übernehmen würde. Als Hans ging, zog er es vor, ihn für tot zu erklären, vor sich selbst und besonders vor den anderen. Und er zwang mich, dieses schreckliche Geheimnis mitzutragen. Ich wiederhole, Hans lebt. Nach meinem Tod ist er also der einzige rechtmäßige Erbe unserer Manufaktur. Also gut. Da Hans Vorarlberg offensichtlich nicht tot ist,
muss der Vertrag eben von ihm unterzeichnet werden. Ich gehe davon aus, dass Sie diesen bereits benachrichtigt haben. Wo kann ich ihn treffen? Dem Brief von Frau Vorarlberg ist zu entnehmen, dass sich Ihr Bruder irgendwo in Sibirien aufhält. Aber lesen Sie bitte selbst. Hier ist das Dokument. Ich weiß zwar nicht, wo wir hier wirklich sind, aber ich würde fast schätzen, dass Sibirien doch ein paar Meter weiter weg sein dürfte. Ah, okay, den Text hat er ja schon so gesehen vorgelesen. Und dann geht's hier wahrscheinlich weiter. Ich hatte nie die Freude, meinen geliebten Bruder wiederzusehen, doch Hans und ich sind uns immer sehr nahe gewesen, in Gedanken. In all diesen langen Jahren habe ich sein rastloses Leben mitverfolgt. Er ließ in unregelmäßigen Abständen immer wieder von sich hören. Briefe bekam ich nur selten, da mein Bruder seit seinem unglücklichen Unfall ungern schrieb. Dafür hatte mir immer wieder Pläne für Automaten zugesendet, die ich jedes Mal umgehend in der Manufaktur habe herstellen lassen und die in großem Maße zu dem Ruf der Vorarlberg-Automaten beigetragen haben. Sie müssen wissen, dass Hans immer außerordentlich begabt war, wenn es darum ging, Objekten durch komplexe Mechanismen Leben einzuhauchen. Mein Bruder ist ein wahres Genie. Doch zurück zum eigentlichen Thema. Seien Sie beruhigt, ich bin überzeugt, dass mein Bruder nichts gegen den Verkauf der Manufaktur einzuwenden hat. Wenn ich jedoch zu dem Zeitpunkt, da Sie diese Zeilen lesen, nicht mehr von dieser Welt sein sollte, müssen Sie alles mit meinem Bruder abmachen. Leider weiß ich nicht genau, wo er sich gerade aufhält. Seinen letzten Brief erhielt ich vor 6 Monaten. Er hatte ihn im Norden Sibiriens aufgegeben. Seitdem habe ich leider nichts mehr von ihm gehört. Ich bin mir darüber im Klaren, dass dies alles die Situation extrem verkompliziert, aber ich möchte mit ruhigem Gewissen aus dieser Welt scheiden. Ich bitte Sie, die amerikanische Anwaltskanzlei, mit der ich in Kontakt stand, davon zu unterrichten. Ich fühle mich so alt, so erschöpft. Mit freundlichem und letztem Gruß, Anna Vorarlberg. Und Frau Vorarlberg hat keine weiteren Informationen hinzugefügt? Ah, so leid es mir tut, Fräulein Walker. Aber Sie wissen jetzt genauso viel wie ich. Juristisch ist die Lage jedoch eindeutig. Wenn Sie den Kauf zum Abschluss bringen wollen, müssen Sie Hans Vorarlberg finden. Und ich muss zugeben, dass zwischen dem Leichnam, der angeblich auf dem Gemeindefriedhof beerdigt wurde, und dem Gespenst, das irgendwo in Sibirien herumspukt, einige Unklarheiten liegen. Sie müssen mir glauben, Fräulein Walker, dass mir diese Komplikation außerordentlich leid tut. Wirklich. Und was soll ich jetzt tun? Vielleicht erfahren Sie in den Archiven der Manufaktur Vorarlberg etwas, das Sie weiterbringt. Der Schlüssel liegt im Wartezimmer für Sie bereit. Ich habe Ihnen den Brief vorgelesen und damit endet meine Rolle in dieser Angelegenheit. Ich muss mich jetzt etwas ausruhen. Der Arzt hat mir lange Arbeitssitzungen untersagt. Ich will Sie nicht länger aufhalten, Fräulein Walker. Seien Sie so freundlich und schließen Sie die Tür hinter sich, ja? Auf Wiedersehen, Herr Affolter.